haben wir auch die erste ganz, ganz, ganz dicke Chance für Duisburg und Stanislav Iljutschenko. Boah, das ist mir zu einfach, wie sich Tim Sebastian da abkochen lässt von Iljutschenko. Der den Ball nicht voll trifft, aber der probiert es aus allen Lagen. Ja, dann probiert es durch die Gasse. Nur Pass in die Gasse ist schlecht ohne Gasse. Jetzt kommt der Ball zufällig zu Iljutschenko. Und das meine ich, der nimmt das Ding aus allen Lagen. Hat hier letzte Saison auf ähnliche Art und Weise mal das Tor des Monats geschossen. Und Strodig sieht da überhaupt nicht gut aus gegen diesen giftigen Stanislav Iljutschenko. Und gegen die Würzburger Kickers. All das vergessen. Die Fans sind auf jeden Fall da. Iljutschenko auch. Und Janic! Größte Gelegenheit des Spiels. 34. Minute. Slatko Janic. Iljutschenko verarbeitet den ganz wunderbar und Janic schnörkellos. Dieses Sturmduo scheint sich wunderbar zu ergänzen. Wiegel. 1-0 Duisburg! Janic ist der Torschütze. So, Wiegel lässt sich diesmal mal was anderes einfallen lassen. In der ersten Hälfte hat er oft geschossen. Jetzt legt er ab und Christian Strodig ist noch dazwischen, der Innenverteidiger des SC Paderborn, und fällt ihn noch unhaltbar für Lukas Kruse ab. Liegt auch daran, dass er im zweiten Abschnitt relativ wenig vom SC Paderborn gefordert wurde. Jetzt aber vielleicht mal der SC Paderborn, da muss er eigentlich rauskommen, der Marc Flecken. Tut er etwas zu spät, hat ihn Thunderbeason. Aha! 76. Minute, der SC Paderborn meldet sich wieder an in diesem Spiel. Christian Biekel kann da zu leicht durchgehen. Und Marc Flecken kommt gerade noch so rechtzeitig raus.